Guten Tag, meine Damen und Herren. Bernd Steinmetz ist mein Name. Ich arbeite als Dozent an der Katholischen Akademie Trier und möchte Ihnen von einer Tagung im April dieses Jahres berichten, in der wir uns in Kooperation mit der Gewerkschaft der Polizei kritisch mit bisher unberücksichtigten oder wenig berücksichtigten Folgen des Mobilfunkes auseinandersetzen. Wir alle genießen den Segen dieser Technik, der Erreichbarkeit und vor allem bei den Rettungskräften, beispielsweise der Polizei, wird deutlich, wie überlebenswichtig ein funktionierendes Mobilfunknetz ist. Wenig setzen wir uns mit den elektromagnetischen Strahlen auseinander, die in unterschiedlichen Frequenzen uns jetzt schon Tag aus, Tag ein begleiten, egal an welchem Ort wir uns befinden. Umstritten sind die Forschungsergebnisse zu diesen möglichen Folgen der Mobilfunkstrahlung. Es gibt Forschungsergebnisse, die kritisch warnen, die von Chromosomenbrüchen reden, auch von Krebs als Folge. Andere Forschungsergebnisse beschränken sich auf die sogenannte thermische Wirkung, allein darauf also, dass eine Erwärmung ähnlich wie bei der Mikrowelle in der Küche entsteht, wenn wir die Geräte zu lange und zu dicht am Ohr haben. Professor Mosgöller aus Wien arbeitet an der Medizinischen Universität und hat schon seit längerer Zeit Forschungsergebnisse zu Mobilfunk zusammengetragen. Er kann Ihnen als Wissenschaftler, als Biologe und Mediziner verlässlich berichten, wo eventuell kritische Aspekte der Mobilfunkindustrie sind. Zu meiner Person. Ich bin ein Mediziner, aber ich bin ein medizinischer Zellbiologe. Ich sehe sehr viele Elektrosensible. Mein Thema ist nicht unbedingt die Elektrosensibilität, aber mein Thema ist die Wirkweisen von elektromagnetischen Feldern auf die Zelle. Das hat mit Befindlichkeitsstörungen, mit Unwohlsein wenig zu tun. Die Dinge, über die ich rede, die spüren Sie nicht, die sind einfach da. Trotzdem gibt es sehr viele Überschneidungen. Ich möchte zwei Dinge besprechen, einen wissenschaftlichen Teil und dann einen zweiten Teil, wie man mit diesen wissenschaftlichen Daten umgeht. Das ist, glaube ich, für alle interessant. Ich bin ein nicht klinischer Facharzt. Das heißt, ich habe ein Jahr meines Lebens im Spital zugebracht. Ich weiß, wie man Katheter legt und wie man das macht. Aber im Wesentlichen bin ich eine Laborratte, würden die Leute sagen. Mein Fachgebiet heißt eigentlich Histologie, Entwicklungsbiologie, Gewebekunde. Ich bin jemand, der sehr gut ist, wenn er durchs Mikroskop schauen darf oder kann. Ich bin als Wissenschaftler ein Mitglied der österreichischen Normenkommission. Es geht natürlich um die Schutzwerte vor Elektromagnetismus bei der Exposition von Personen, auch Arbeitern. Und ich bin ein wissenschaftlicher Koordinator, ein Manager von einem Forschungsprojekt, das in Österreich gelaufen ist. Bei diesem Forschungsprojekt haben wir Leute eingeladen, mitzuarbeiten. Hier sitzt so jemand, der hat hier eine Antenne und hier eine Antenne auf beiden Seiten. Das ist ein wissenschaftliches Mobiltelefon, wenn Sie so wollen. Und er telefoniert auf der oder auf der Seite, ohne es zu wissen. Das nennen wir doppelblinde Exposition. Wenn diese Antenne hier sendet, ist diese ruhig. Das ist die Scheinantenne, die ruhige und die reale Exposition. Es geht um links und rechts, links und rechts. Und es geht um zwei Werte, die gesendet wurden. Das sind durchaus Werte, wie Sie sie beim Mobiltelefonieren abkriegen. Warum ist es so kompliziert? Die Kompliziertheit bei uns im Labor ist der Preis für die Wahrheitsfindung. Doppelblind, damit weder der Proband noch der Arzt noch der Kollege sagen kann, seine Meinung einbringen kann. Während er analysiert, weiß er nicht, was er analysiert. Das ist die Spielregel, die wir uns selbst auferlegen, damit uns nicht der Vorwurf der vorsätzlichen Fälschung gemacht wird. Das passiert. Bei diesem Menschen wurden die Gehirnströme gemessen und gewisse Gehirnfunktionen gemessen. Er muss also auf einem Computer hier
Entscheidungen treffen, möglichst schnell, möglichst konzentriert arbeiten. Er kriegt zum Beispiel die Aufgabe, hier sind zwei Quadrate, wenn Sie zwei sehen, drücken Sie richtig und wenn Sie nur eins oder drei sehen, drücken Sie falsch. Das ist ein sehr primitiver Test, aber es geht darum, dass man die Reizbahn von den Augen zur Entscheidung, zur Motorik und alles überprüfen kann. Das Ganze wird elektronisch vermessen und was dabei herauskommt, ist dann Folgendes. Ja, im EEG, im Elektroenzephalogramm, wurde ein Anstieg von einem bestimmten Signal gefunden. Das ist nicht aufregend, es zeigt aber, ja, das Gehirn reagiert. Das Gehirn kann erkennen, ob ein Feld da ist oder nicht. Diese Veränderungen tauchen 5 Minuten nach Start auf. Also nicht sofort, aber nach 5 Minuten kommt es zu Änderungen in der Gehirnaktivität. Was interessant ist, wenn das abgeschalten wird, haben unsere Probanden noch 50 Minuten gebraucht. Auch nach 50 Minuten konnte man sagen, das war wahrscheinlich die belastete Hirnseite. Aufgrund der Exposition hat man 50 Minuten nach Expositionsende das schon gesehen. Kann man sich das vorstellen? Es wird ein Reiz gesetzt und der wirkt entsprechend nach und es braucht eine gewisse Zeit, bis er sich wieder auf den Ursprungszustand zurückbringt. Das wurde zuvor schon alles beschrieben. In dem Sinne haben wir nichts Neues entdeckt, aber wir haben bereits publizierte Dinge bestätigt. Wir haben gefunden, dass UMTS etwas stärker wirkt als GSM. Das ist, für die, die es nicht wissen, beides sind sogenannte Mobilfunkstandards. Sie wissen nicht, ob Ihr Mobiltelefon mit der einen oder anderen Technik arbeitet. Es gibt beide am Markt. UMTS ist die modernere, von der allgemein behauptet wird, sie sei die bessere. Aus unserer Sicht ist das nur bedingt nachvollziehbar. Aufgrund dieser Experimente können wir es eigentlich nicht sagen. Ich darf zusammenfassen, die Exposition hat die Reaktionszeit verkürzt, das war auch ein Ergebnis, aber auch das ist bereits beschrieben. Um es positiv zu sagen, wenn Sie mit dem Handy telefonieren, das beschleunigt das Denken. So wird es allgemein interpretiert. Wir haben gefunden, und dafür haben wir uns unbeliebt gemacht, es beeinträchtigt aber die Entscheidungsqualität. Man ist zwar schneller, aber besonders bei den falschen Entscheidungen. Das ist besonders im Autoverkehr oder auf der Baustelle natürlich ein Problem, wenn Sie sehr schnell, aber falsch entscheiden, weil dann ist passiert. Wir haben gesehen, dass die neurologischen Effekte, also die Ableitung der Hirnströme, auf beiden Seiten erscheint. Auch wenn Sie auf einer Seite exponiert sind, haben Sie auf der anderen Seite einen sichtbaren Effekt. Das ist für uns Wissenschaftler ein Hinweis, dass es ein sogenannter athermischer Effekt ist. In diesem Projekt haben wir noch etwas gemacht. Wir haben in vitro untersucht. Das ist ein Fachausdruck für Laborarbeit. Und das waren 3 Fachbereiche. Immunologisch, also alles, was mit körperlicher Abwehr zu tun hat. Wir haben untersucht DNA-toxikologisch, also alles, was mit der Erbsubstanz, mit dem Zellkern zu tun hat. Und wir haben untersucht Proteomics. Das ist ein Fachbegriff für die Summe aller Proteine. Man muss sich eine Zelle vorstellen wie eine Fabrik. Die DNA ist sozusagen die Zentrale, die kodiert. Dort liegen die Baupläne für alles, was die Zelle macht. Die Konzernzentrale. Ja? Hier liegt drinnen zum Beispiel der Bauplan für einen Sessel. Man nehme 2 Hölzer, verschraube die so und so und so. Aber der, der es macht, der in der Fabrikshalle steht, das sind die Proteine. Der Körper verwendet also die Information, wie er etwas macht, kodiert das in der DNA. Wie er es macht und was er macht, das machen die Proteine. Die Proteine sind die Arbeiter.
Die Proteine sind auch die Bausteine von der Zelle. Hier sehen Sie ein Reagenzglas in einer runden Schale. Das Ganze ist in einem Wellenleiter, heißt das. Es gibt davon zwei Stück. Hier ist ein Schema davon, eine Expositionskammer 1 und 2. Und ein Computer entscheidet, ob der Signalgenerator das Signal an den 1er oder an den 2er gibt. Auch hier ist es wieder so, dass die Kollegen, die das untersuchen, die wissen nicht, ob die Zellen aus dem 1er oder aus dem 2er stammen. Die sagen nur, in dieser Zellgruppe, in diesem Experiment war in der 1er Kammer die Reaktion besonders stärker als in der anderen. Wenn Sie die Daten auf den Tisch gelegt haben, dann gibt es jemanden, der sagt Ihnen, die 1er war die bestrahlte oder die 2er. Und dann ist es interessant herauszufinden, ob grundsätzlich immer die Zellen, die stärker bestrahlt, stärkere Effekte zeigen, auch die bestrahlten sind. Im Prinzip, wenn es halbe-halbe ausgeht, einmal so und einmal so, nennen wir das ist kein Effekt, aber wenn grundsätzlich die Zellen, die stärker reagieren, sich als die bestrahlten herausstellen, sagen wir, ja, das ist ein Effekt. Gleichzeitig sagen wir, es ist sicher kein fabriziertes Ergebnis, es ist sicher kein intriganter, böser Mitarbeiter, der hat nicht gegen die Mobilfunk gearbeitet oder für die Mobilfunkindustrie gearbeitet, indem er Effekte beschönigt, kaschiert und so weiter. Das verstehen wir unter Doppelblind. Das ist, glaube ich, der höchste Standard bei der Laborarbeit, den Sie überhaupt anbieten können. Wir hatten eine Kollegin dabei, die hat das immunologisch untersucht. Wieder GSM und UMTS, also beide momentan am Markt befindlichen Mobilfunkstandards. Sie hat gewisse Bedingungen gewählt und hat gewisse Endpunkte gewählt. Also sie hat zum Beispiel nachgesehen, wie diese Zellen Botenstoffe freisetzen. Muss wissen, damit das immunologische System funktioniert. Wir schicken Briefe von A nach B und die Zellen schicken Botenstoffe. Das sind Proteine, die haben den Namen IFN oder TNF-alpha oder was. Und gleichzeitig hat die Kollegin die Aktivität im Zellkern von den relevanten Genen angeschaut, also die Baupläne kontrolliert. Sind die Baupläne verändert oder nicht? Um es kurz zusammenzufassen, was immer die Kollegin gemacht hat, sie hat keine Effekte gefunden in keinem einzigen Parameter. Gute Neuigkeiten für die Mobilfunkindustrie. Das war die Kollegin, die von der Mobilfunkindustrie auch eingeladen wurde, ihre Vorträge zu halten. Die folgenden Kollegen, nämlich der Herr Rüdiger, wurde nicht von der Mobilfunkindustrie eingeladen. Warum, kann ich Ihnen gleich erklären. Er hat nämlich die DNA-Wirkung in der Zelle untersucht. Wieder bei beiden Mobilfunkstandards, die es gibt, beide Funktechnologien. Er hat, das ist noch Englisch, entschuldigen Sie, das ist meine Berufssprache. Er hat die DNA-Brüche, die Zerstörungen von Mobilfunksendesignalen in der Zelle festgestellt. Er hat untersucht, wie verhält sich die Dosis zur Intensität, zur Wirkung, können wir mit gesteigerter Intensität auch eine gesteigerte Zerstörung finden. Das ist für uns ein wichtiges Maß, um zu sehen, dass es wirkt. Wenn ich Ihnen ein Aspirin verschreibe und Sie kriegen ein bisschen weniger Kopfweh, verschreibe ich Ihnen zwei Aspirin und Sie haben gar keinen Kopfweh, dann sage ich, ja, das liegt am Aspirin. Wenn ich Ihnen Aspirin verschreibe und Sie haben kein Kopfweh mehr und dann gebe ich Ihnen zwei Aspirin und Sie haben plötzlich wieder Kopfweh, dann war das erste wahrscheinlich ein Zufallsbefund. So funktioniert die Wissenschaft. Es ist wichtig, dass wir eine Dosis-Wirkungsbeziehung bekommen. Wenig Substanz oder wenig Bestrahlung, wenig Effekt, viel Substanz, viel Effekt. Er hat besonderes Augenmerk auf die Expositionszeit gelegt. Macht es einen Unterschied, ob man 5 Minuten oder 2 Stunden oder noch länger exponiert ist? Er hat sich etwas ausgedacht. In der Wissenschaft ist es ein Fall, ist es eine wichtige Diskussion, ob die
Befunde thermisch oder athermisch funktionieren. Was bedeutet das? Sie wissen, wie ein Mikrowellenherd funktioniert. Ja? Sie geben etwas rein, drücken auf den Knopf, das wird bestrahlt und hinterher ist es heiß. Ein Mikrowellenherd arbeitet mit 500, 900 Watt. Ein Handy arbeitet mit dem gleichen Signal, aber nur mit 2 Watt. Das heißt, die Erwärmung ist bekannt, das ist ein Problem und das ist der Grund, warum ein Handy nur mit 2 Watt arbeitet. Würde es nämlich mit 500 Watt arbeiten, dann bräuchten wir pro Land nur wenige Sender, Nordrhein-Westfalen vielleicht 10 anstatt 10.000 oder was auch immer, weil die Reichweite dieser Sender entsprechend groß wäre. Aber weil die Nebenwirkung von diesen Feldern die Erwärmung ist, die Körpererwärmung, muss man die Dosis beschränken. Nicht 500 Watt, sondern in der Mobiltelefonie sind es 2 Watt. Der Gesetzgeber hat gesagt, okay, wir wollen nicht, dass man sich beim Mobiltelefonieren das Ohr oder das Gehirngewebe zerkocht, also beschränken wir das mit 2 Watt. Man sagt in der Wissenschaft, wenn die Effekte ein Wärmeeffekt sind, die DNA-Brüche oder was auch immer, dann ist ja das nichts Neues, dann ist es uninteressant, weil das haben wir ja unter Kontrolle. Der Teufel steckt aber im Detail, wenn die Effekte kein thermischer Effekt sind, also mit Wärme, von Wärme unabhängig existieren, dann ist Feuer am Dach, weil dann haben wir es nicht unter Kontrolle. Es ist also im Hintergrund der Geschichte durchaus interessant, sich zu überlegen, ob es thermisch oder nicht thermisch funktioniert. DNA-Brüche. Wir wollen keine DNA-Brüche. So viel steht fest. Die Zelle, während wir hier sitzen, produziert laufend DNA-Brüche. Die Sonnenstrahlung macht ihnen DNA-Brüche. Eine Infektion, die sie haben, sehr viele Bakterien setzen Gifte frei, die machen ihnen DNA-Brüche. Der Körper kann sich dagegen wehren. Der Körper wehrt sich, indem er es wieder repariert. Trotzdem wollen wir keine DNA-Brüche, weil DNA-Brüche werden allgemein mit einem Krebsrisiko in Verbindung gebracht. Darauf komme ich später noch zurück. Der Kollege Rüdiger und sein Team, die haben Folgendes gemacht. Sie haben hier mit UMTS-Signal die Dosisabhängigkeit untersucht. Sie haben also mit 0,05 Watt, mit 0,1, mit 0,5, mit 1,0 und 2,0 exponiert. Wenn er ganz, ganz wenig nimmt, hat er einen kleinen Effekt. Hier die roten Balken sind wichtig. Wenn er das steigert, hat einen größeren Effekt. Wenn er das nochmal steigert, wird es kleiner, 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 kleiner. Das ist für Wissenschaftler ein gewisses Problem. Die Dosis-Wirkungsbeziehung ist nicht eindeutig. Was aber eindeutig ist, ist, dass die roten Balken größer sind, höher sind als die violetten und die anderen. Das heißt, die DNA-Brüche sind deutlich mehr unter der Exposition als unter der nicht exponierten Kontrolle, unter der nicht exponierten Scheinkontrolle. Diese lange Balken hier, das sind Zellen, die einem UV-Licht ausgesetzt wurden. Das ist sozusagen ein extrem aggressives Mittel, um auf jeden Fall DNA-Brüche zu erzeugen. Wir verwenden das als Kontrolle, um zu sehen, ob das experimentelle System funktioniert. Wenn die Technikerin, die ja nicht weiß, was sie untersucht, bei dieser Probe hier nichts findet, dann wissen wir, sie hat falsch gearbeitet. Darum ist diese Probe dabei. Also wir arbeiten nach dem Prinzip von, wie hat er geheißen, Brezhnev, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das hier ist die Kontrolle, ob die Technikerin richtig arbeitet. Das hier ist die Kontrolle, ob sie voreingenommen arbeitet.
Das hier ist der Unterschied, den wir sehen. Es läuft grob auf eine Verdoppelung hinauf. 5, 10, 4,5, 8,3, 4,4, 8, knapp verdoppelt sehen wir die DNA-Brüche zerstört. Auch gesunde Zellen haben gewisse DNA-Brüche, die kommen immer vor und Mobilfunk verstärkt sie. Wie schaut es jetzt aus mit der Zeit? Wenn man die Zellen 2 Stunden, 4 Stunden, 16 Stunden, 20 exponiert, bei 0 Stunden passiert nichts, ist eh klar. Bei 2 Stunden passiert ebenfalls nichts. Nach 4 Stunden fängt es an, sich anzuheben. Nach 8 Stunden ist es ganz deutlich. Nach 12, es wird immer stärker, stärker, stärker. Und dann bleibt es auf einem hohen Niveau stehen. Das heißt, wir haben eine Dosis-Wirkungsbeziehung in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Zeitfenster. Je länger Sie telefonieren, je länger Sie exponiert sind, umso mehr produzieren Sie davon. Aber irgendwann ist es aus. Das war für uns ein interessanter Befund. Es geht um die Frage, ist es jetzt thermisch oder nicht? Ist es jetzt eine Hitzewirkung oder ist es eine andere, sprich unbekannte Wirkung? Der Kollege hat Folgendes gemacht. Er hat ein Experiment gemacht, wo man 100% der Zeitdauer, also die Zellen kriegen einen Tag ununterbrochen die Dröhnung, wenn sie so wollen, also die Exposition. Und dann findet er hier die Kontrolle und er findet die Verdoppelung der DNA-Brüche. Wenn er aber in einem Zeitraum sagt, du bist 5 Minuten exponiert und dann hast du 10 Minuten Pause oder 5 Minuten und 20 Minuten Pause oder 10 Minuten Telefonat und dann hast du 10 Minuten Pause, was auch immer, dann war das interessante Ergebnis, dass hier die roten Balken, die sind durchwegs höher als das hier. Hier ist der Effekt da, aber hier ist mehr Effekt da. Wenn man also kontinuierlich bestrahlt, hat man weniger Effekt, wie wenn man Pausen gibt. Das ist paradox, weil das ist für uns als Wissenschaftler der Beweis, dass es mit der Wärme nicht erklärbar ist. Das Muster bedeutet, dass in 15 Minuten überhaupt nur 5 Minuten lang eine Wärme entstehen kann. Und obwohl wir die Wärme auf ein Drittel der Zeit zurückdrehen, steigt der Effekt. Wir gehen also mit der Wärme hinunter und der Effekt geht hinauf. Das ist für uns der Beweis, dass es mit der Wärme nichts zu tun hat. Wenn ich zusammenfasse, wir haben noch etwas Interessantes gefunden. Es gibt Zellen, die reagieren. Die nenne ich hier sensitive Zellen. Und es gibt Zellen, die nicht reagieren. Diese Arbeitsgruppe hat beides gefunden. Sie hat Abwehrzellen genommen aus dem Blut, aus den Venen. Die sind leicht zugänglich, das kann jeder Militärmediziner, wenn ich das sagen darf. Und die heißen Lymphozyten. Und diese sind robust, die reagieren nicht. Das sind schlafende Zellen, denen kann man nichts machen. Die leben wie in einem Panzer, da passiert gar nichts. Es gibt andere Zellen, Bindegewebszellen oder Fibroblasten, wie sie hier heißen, oder Jurka-Zellen, stören Sie sich nicht an den Namen. Es gibt 2 andere Zellen bei uns im Labor, die zeigen einen Effekt. Stunden nach Exposition steigen die DNA-Brüche bis 16 Stunden und bleibt gleich über die Zeit bis 48 Stunden, also 2 Tage lang, so lange wurde das beobachtet. Wir haben gesehen, dass eine kontinuierliche Exposition, wenn wir 100% die ganze Zeitdauer auf Sendung sind, dass dann weniger Effekte entstehen, wie bei intermittierender, also unterbrochener Belastung. Wir haben also gesehen, dass wir, wenn wir weniger Energie zuführen, dass es dann sich verstärkt. Für uns ist das der klare Nachweis, es handelt sich um einen von der Thermik, von der Wärme unabhängigen Effekt.
ein Atemmaleffekt. Das Ganze ist publiziert. In einem EU-Projekt wurde das schon einmal rapportiert. Das Ganze ist auch publiziert in diesen Punkten 2 und 3 in den Arbeiten Dean und Schwarz et al. Also das ist einem internationalen Review-Prozess unterlaufen. Was heißt das? Man schickt einen Report aus und ein anonymer Mensch irgendwo in der Welt schaut sich das an und stellt dann seine Fragen und sagt, Moment, das haben Sie aber schlecht gemacht, das ist ein Unsinn, oder er sagt, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ziel ist es quasi, dass der Herausgeber der Zeitschrift eine zweite Meinung bekommt. Das wertet in der Regel die Qualität einer Publikation auf. Das ist hier passiert. Jede Zeile hier ist ein wissenschaftlicher Report. Die grünen Punkte hier, das sind grün eingefärbt, habe ich die Lymphozyten, das sind die, von denen wir wissen, dass sie robust sind. Diese Kolonne, diese Farbe, dieses Pink, wenn nein, kein Effekt gefunden wurde, dann habe ich es Ihnen eingefärbt. Wie Sie sehen, die Mehrheit der internationalen Reports hat ein Nein. Es gibt keinen Effekt. Die Mehrheit der internationalen Reports hat Lymphozyten verwendet, eine robuste Zelle. Es gibt hier eine Arbeit, die hat beides verwendet, Fibroblasten und Lymphozyten. Hier steht ein Ja und darunter ein Nein. Die einen sind sensitiv, die anderen nicht. Am Anfang, das ist 1997, 2000, 2005, 2008, am Anfang hat man Lymphozyten verwendet, weil so ist es in einem Labor, man nimmt immer die einfachste Zelle und schaut einmal nach, es hat historische Gründe und hat nichts gefunden. Das Problem war, in dem Moment, wo eine Arbeitsgruppe hier die Zellen austauscht, hat man was gefunden. Das hier ist ein einsamer Befund aus Italien, der hat auch was gefunden bei anderen Zellen. Ich sagte, er hat ja, ich habe was gesehen. Und das war ein einsamer Kämpfer. Man sagt, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Erst hier, wo man systematisch gearbeitet hat mit einer Reihe von Zellen, hier und hier, beginnt man plötzlich Klarheit zu kriegen. Einige reagieren, andere nicht. Man kann also nicht diese Ergebnisse so werten, dass man sagt, wir haben das 100-mal untersucht, da gibt es nichts. Ja, Sie haben es nicht 100-mal, aber sicher 8 oder 10-mal untersucht an Lymphozyten. Ich glaube es gerne, bei Lymphozyten gibt es tatsächlich nichts. Inzwischen, die Liste, die Sie gerade gesehen haben, war von 1997 bis 2008. Diese Arbeiten haben enorm Furore gemacht und das hat die internationale wissenschaftliche Gemeinde aufgerüttelt. Es gibt aus dem Jahr 2010 und aus Ende Dezember 2009 eine italienische, eine zweite italienische und eine chinesische Arbeit, die das bestätigen. Ja, wenn man exponiert und zwar intermittierend exponiert Pausen gibt, dann steigt der Effekt. Wenn man eine andere Zelle nimmt, also Lymphozyten, hier nimmt man Trophoblasten, Astrozyten, das sind Namen, ja, das sind unterschiedliche Zellen, die im Körper vorkommen, dann sieht man den Effekt. Ich war der Projektleiter. Ich war ziemlich nervös, wie mein Kollege Rüdiger diese Daten produziert und berichtet hat. Dann bin ich zu einem Kollegen gegangen, das war der Professor Gerner in Wien, habe gesagt, du, wir haben hier Zellen, zufällig sind das die gleichen Zellen, wie die Rüdiger untersucht hat. Ich habe ihm nicht gesagt, worum es geht. Untersuch du bitte diese Fibroblasten, diese Zellen, diese und Lymphozyten und so weiter. Mach das. Und du kriegst Geld dafür. Damals hatte ich Geld, konnte ihm das versprechen. Er hat es gemacht, er hat GSM und UMTS untersucht. Er hat wieder eine blinde Exposition gewählt, aber er hat nicht mehr die DNA angeschaut, sondern die Proteine. Warum die Proteine? Nur damit Sie sich eine Vorstellung machen können. Er kann in den Proteinen die
quasi, es ist wie wenn man in eine Werkstatt geht und eine Inventarliste der vorhandenen Werkzeuge findet. Wenn Sie in eine Werkstatt hineingehen und das sind nur Papier und Bleistift, dann wissen Sie, aha, das ist keine Schlosserei und keine Schmiede, wahrscheinlich ein Büro, das sind Bürokraten. Wenn Sie in eine andere Werkstatt gehen und Sie finden ausschließlich Hammer und Zangen und Blech, dann wissen Sie, das ist ein Spengler oder eine Schmiede. Diese Namen hier, Hitzoprotein, das sagt uns, jawohl, diese Zelle hat einen Hitzeschaden. Wir können also aus der Proteinzusammensetzung feststellen, worunter die Zelle wirklich leidet. Wir haben diese Untersuchung gemacht und die Proteinzusammensetzung analysiert. Jeder Balken hier ist ein Protein und das Ergebnis ist so, wir finden ein paar Proteine tatsächlich vermehrt. Das heißt, die Zelle hat ein Problem, die vermehrt Proteine. Hier sehen Sie 1, 2, 10 Balken. Sie müssen wissen, eine Zelle hat 1000 Proteine. Das war ein bisschen ein enttäuschendes Ergebnis. Weil von diesen 1000 gerade einmal 10 erhöht sind. Dann hatte mein Kollege die Idee, naja, vielleicht ist der Beobachtungszeitraum zu kurz, schauen wir mal in die Einkaufsliste, welche Proteine macht die Zelle neu. Wir schauen nicht, was ist da, sondern wir schauen nach, was bestellt die Zelle, was produziert die Zelle, was ist im Nachschub zu sehen. Und in diesem Experiment findet er den Nachschub. Wir nennen das Proteinsynthese. Was wird neu gebildet? Er findet, dass nach 4 und 8 Stunden, nach 8 Stunden deutlich, signifikant, der Nachschub angekurbelt wird. Das ist wie eine Aktivierung, wie eine Alarmstufe für die Zelle. Da ist irgendwas los. Wir haben gesehen, die Proteinmenge ist kaum verändert, aber die Synthese, die Neubildung, also der Nachschub, wird enorm aktiviert und wird stark erhöht. In jenen Zellen, die beim Kollegen Rüdiger diesen Stress hatten, dass ihnen die DNA gebrochen ist. Sie wurde nicht erhöht bei jenen Zellen, bei den Lymphozyten, die beim Kollegen Rüdiger, aber auch international sich als robust erwiesen haben. Es ist also für uns klar, das eine hat mit dem anderen zu tun. Und wir glauben heute, dass die Proteine deswegen aktiviert sind, weil die DNA bricht oder die DNA bricht, weil sich bei den Proteinen etwas tut. Wir sind fest davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt. Wir wissen aus diesen Experimenten auch etwas. Wenn wir die Zelle aktivieren, machen wir sie vulnerabel, das heißt empfindlich oder empfänglich für die Störung. Ein Lymphozyt, das ist das, was jahrelang immer wieder untersucht wurde, ist nicht empfindlich, weil er eine schlafende Zelle ist. Aber wenn wir ihn aktivieren, dann wird er empfindlich gemacht. Der Kollege hat Folgendes gemacht. Er hat ein Experiment gemacht, wo man 100% der Zeitdauer, also die Zellen kriegen einen Tag ununterbrochen die Dröhnung, wenn sie so wollen, also die Exposition. Und dann findet er hier die Kontrolle und er findet die Verdoppelung der DNA-Brüche. Wenn er aber in einem Zeitraum sagt, du bist 5 Minuten exponiert und dann hast du 10 Minuten Pause oder 5 Minuten und 20 Minuten Pause oder 10 Minuten Telefonat und dann hast du 10 Minuten Pause, was auch immer, dann war das interessante Ergebnis, dass hier die roten Balken, die sind durchwegs höher als das hier. Hier ist der Effekt da, aber hier ist mehr Effekt da. Wenn man also kontinuierlich bestrahlt, hat man weniger Effekt, wie wenn man Pausen gibt. Das ist paradox, weil das ist für uns als Wissenschaftler der Beweis, dass es mit der Wärme nicht erklärbar ist. Das Muster bedeutet, dass in 15 Minuten überhaupt nur 5 Minuten lang eine Wärme entstehen kann. Und obwohl wir die Wärme auf ein Drittel der Zeit zurückdrehen, steigt der Effekt. Wir gehen also mit der Wärme hinunter und der Effekt geht hinauf.
Das ist für uns der Beweis, dass es mit der Wärme nichts zu tun hat. Wenn ich es zusammenfasse, wir haben noch etwas Interessantes gefunden. Es gibt Zellen, die reagieren. Die nenne ich hier sensitive Zellen. Und es gibt Zellen, die nicht reagieren. Diese Arbeitsgruppe hat beides gefunden. Sie hat Abwehrzellen genommen aus dem Blut, aus den Venen. Die sind leicht zugänglich. Das kann jeder Militärmediziner, wenn ich das sagen darf. Und die heißen Lymphozyten. Und diese sind robust, die reagieren nicht. Das sind schlafende Zellen, denen kann man nichts machen. Die leben wie in einem Panzer, da passiert gar nichts. Es gibt andere Zellen, Bindegewebszellen oder Fibroblasten, wie sie hier heißen, oder Jurka-Zellen, stören Sie sich nicht an den Namen. Es gibt zwei andere Zellen bei uns im Labor, die zeigen einen Effekt. Stunden nach Exposition steigen die DNA-Brüche bis 16 Stunden und bleibt gleich über die Zeit bis 48 Stunden, also zwei Tage lang, so lange wurde das beobachtet. Wir haben gesehen, dass eine kontinuierliche Exposition, wenn wir 100% die ganze Zeitdauer auf Sendung sind, dass dann weniger Effekte entstehen, wie bei intermittierender, also unterbrochener Belastung. Wir haben also gesehen, dass wir, wenn wir weniger Energie zuführen, dass es dann sich verstärkt. Für uns ist das der klare Nachweis, es handelt sich um einen von der Thermik, von der Wärme unabhängigen Effekt. Ein athermaler Effekt. Das Ganze ist publiziert. In einem EU-Projekt wurde das schon einmal rapportiert. Das Ganze ist auch publiziert in diesen Punkten 2 und 3. In den Arbeiten Ding und Schwarz et al. Also das ist einem internationalen Review-Prozess unterlaufen. Was heißt das? Man schickt einen Report aus und ein anonymer Mensch irgendwo in der Welt schaut sich das an und stellt dann seine Fragen und sagt, Moment, das haben Sie aber schlecht gemacht, das ist ja ein Unsinn, oder er sagt, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ziel ist es quasi, dass der Herausgeber der Zeitschrift eine zweite Meinung bekommt. Das wertet in der Regel die Qualität einer Publikation auf. Das ist hier passiert. Jede Zeile hier ist ein wissenschaftlicher Report. Die grünen Punkte hier, das sind grün eingefärbt, habe ich die Lymphozyten, das sind die, von denen wir wissen, dass sie robust sind. Diese Kolonne, diese Farbe, dieses Pink, wenn nein, kein Effekt gefunden wurde, dann habe ich es Ihnen eingefärbt. Dankeschön. Wie Sie sehen, die Mehrheit der internationalen Reports hat ein Nein. Es gibt keinen Effekt. Die Mehrheit der internationalen Reports hat Lymphozyten verwendet, eine robuste Zelle. Es gibt hier eine Arbeit, die hat beides verwendet, Fibroblasten und Lymphozyten. Hier steht ein Ja und darunter ein Nein. Die einen sind sensitiv, die anderen nicht. Am Anfang, das ist 1997, 2000, 2005, 2008, am Anfang hat man Lymphozyten verwendet, weil so ist es in einem Labor, man nimmt immer die einfachste Zelle und schaut einmal nach. Es hat historische Gründe und hat nichts gefunden. Das Problem war, in dem Moment, wo eine Arbeitsgruppe hier die Zellen austauscht, hat man was gefunden. Das hier ist ein einsamer Befund aus Italien, der hat auch was gefunden. Bei anderen Zellen, sagt er, hat ja, ich habe was gesehen. Und das war ein einsamer Kämpfer. Man sagt, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Erst hier, wo man systematisch gearbeitet hat mit einer Reihe von Zellen, hier und hier, beginnt man plötzlich Klarheit zu kriegen. Einige reagieren, andere nicht. Man kann also nicht diese Ergebnisse so werten, dass man sagt, wir haben das 100-mal untersucht, da gibt es nichts. Ja, Sie haben es nicht 100-mal, aber sicher 8 oder 10-mal untersucht an Lymphozyten. Ich glaube es gerne, bei Lymphozyten gibt es tatsächlich nichts.
Inzwischen, die Liste, die Sie gerade gesehen haben, war von 1997 bis 2008. Diese Arbeiten haben enorm Furore gemacht und das hat die internationale wissenschaftliche Gemeinde aufgerüttelt. Es gibt aus dem Jahr 2010 und aus Ende Dezember 2009 eine italienische, eine zweite italienische und eine chinesische Arbeit, die das bestätigen. Ja, wenn man exponiert und zwar intermittierend exponiert Pausen gibt, dann steigt der Effekt. Wenn man eine andere Zelle nimmt, also Lymphozyten, hier nimmt man Trophoblasten, Astrozyten, das sind Namen, ja, das sind unterschiedliche Zellen, die im Körper vorkommen, dann sieht man den Effekt. Ich war der Projektleiter. Ich war ziemlich nervös, wie mein Kollege Rüdiger diese Daten produziert und berichtet hat. Dann bin ich zu einem Kollegen gegangen, das war der Professor Gerner in Wien, habe gesagt, du, wir haben hier Zellen, zufällig sind das die gleichen Zellen, wie die Rüdiger untersucht hat. Ich habe ihm nicht gesagt, worum es geht. Untersuch du bitte diese Fibroblasten, diese Zellen, diese und Lymphozyten und so weiter. Mach das. Und du kriegst Geld dafür. Damals hatte ich Geld, konnte ihm das versprechen. Er hat es gemacht, er hat GSM und UMTS untersucht. Er hat wieder eine blinde Exposition gewählt, aber er hat nicht mehr die DNA angeschaut, sondern die Proteine. Warum die Proteine? Das ist nur, damit Sie sich eine Vorstellung machen können. Er kann in den Proteinen, die quasi, es ist wie wenn man in eine Werkstatt geht und eine Inventarliste der vorhandenen Werkzeuge findet. Wenn Sie wissen, wenn Sie in eine Werkstatt hineingeben und das sind nur Papier und Bleistift, dann wissen Sie, aha, das ist keine Schlosserei und keine Schmiede, wahrscheinlich ein Büro. Das sind Bürokraten. Wenn Sie in eine andere Werkstatt gehen und Sie finden ausschließlich Hammer und Zangen und Blech, dann wissen Sie, das ist ein Spengler oder eine Schmiede. Diese Namen hier, Hitschoprotein, das sagt uns, jawohl, diese Zelle hat einen Hitzeschaden. Wir können also aus der Proteinzusammensetzung feststellen, worunter die Zelle wirklich leidet. Wir haben diese Untersuchung gemacht und die Proteinzusammensetzung analysiert. Jeder Balken, hier ist ein Protein und das Ergebnis ist so, wir finden ein paar Proteine tatsächlich vermehrt, das heißt, die Zelle hat ein Problem, die vermehrt Proteine. Hier sehen Sie 1, 2, 10 Balken. Sie müssen wissen, eine Zelle hat 1000 Proteine. Das war ein bisschen ein enttäuschendes Ergebnis, weil von diesen 1000 gerade einmal 10 erhöht sind. Dann hatte mein Kollege die Idee, naja, vielleicht ist der Beobachtungszeitraum zu kurz, schauen wir mal in die Einkaufsliste, welche Proteine macht die Zelle neu. Wir schauen nicht, was ist da, sondern wir schauen nach, was bestellt die Zelle, was produziert die Zelle, was ist im Nachschub zu sehen. Und in diesem Experiment findet er den Nachschub, wir nennen das Proteinsynthese. Was wird neu gebildet? Er findet, dass nach 4 und 8 Stunden, nach 8 Stunden deutlich, signifikant, der Nachschub angekurbelt wird. Das ist wie eine Aktivierung, wie eine Alarmstufe für die Zelle. Da ist irgendwas los. Wir haben gesehen, die Proteinmenge ist kaum verändert, aber die Synthese, die Neubildung, also der Nachschub, wird enorm aktiviert und wird stark erhöht. In jenen Zellen, die beim Kollegen Rüdiger diesen Stress hatten, dass ihnen die DNA gebrochen ist. Sie wurde nicht erhöht bei jenen Zellen, bei den Lymphozyten, die beim Kollegen Rüdiger, aber auch international sich als robust erwiesen haben. Es ist also für uns klar, das eine hat mit dem anderen zu tun. Und wir glauben heute, dass die Proteine deswegen aktiviert sind, weil die DNA bricht oder die DNA bricht, weil sich bei den Proteinen etwas tut. Wir sind fest davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt. Wir wissen aus diesen Experimenten auch etwas. Wenn wir die Zelle aktivieren, machen wir sie vulnerabel, das heißt empfindlich oder empfänglich für
die Störung. Ein Lymphozyt, das ist das, was jahrelang immer wieder untersucht wurde, ist nicht empfindlich, weil er eine schlafende Zelle ist. Aber wenn wir ihn aktivieren, dann wird er empfindlich gemacht. Das wissen wir heute. Das hier ist eine ähnliche Liste. Das hier heißt, wenn ein Protein normal vertreten ist, sollte es in dieser Höhe sein. Wir finden viele Proteine immens erhöht. Nicht eines, sondern viele. Und diese Reihe geht hier noch weiter, weiter, weiter. Es sind sicher etliche 100 Proteine, die die Zelle umstellt. Wenn wir mit Spezialisten reden und fragen, was machen diese Proteine, was passiert da, kommt Folgendes heraus. Erstens, die Fibroblasten sind ähnlich wie die Jurkat, also das sind die Zellen, die reagieren. Wir haben keine Reaktion bei den Lymphozyten, aber diese Reaktion zeigt uns, dass die Zelle unter Stress gerät. Die Proteine, die Schutzproteine sind, wenn die Zelle angegriffen wird, die Hitchcock-Proteine für den Spezialisten, die sind besonders erhöht. Die ganzen Chaperone unter den Wissenschaftlern und denen, die sind besonders erhöht. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie zu einem Haus kommen und dann laufen herum ein Maurer und ein Maler und ein Spengler, dann wissen sie, aha, das Haus hat wahrscheinlich einen Schaden, weil die ganzen Professionisten, die mit Hausreparatur zu tun haben, versammeln sich hier. Wenn sie zu einem Haus kommen und sie sehen lauter schwarze Limousinen und einen Premierminister und einen Außenminister, sagen sie, naja, das Haus scheint in Ordnung zu sein, aber die Funktion des Hauses ist wahrscheinlich die eines Konferenzzentrums. Also wir sind durchaus in der Lage, aus den Proteinen die Funktion abzuleiten oder die Situation abzuleiten, dass wir sagen, die Zelle hat Stress. Ich darf es zusammenfassen. Auch der Kollege, der Gerner, der Biochemiker, hat nach 2 Stunden keinen Effekt gefunden, aber nach 4 bis 8 Stunden war der Effekt da. Es gibt wenig Effekt bei der Proteinvermehrung, aber es gibt einen deutlichen generalisierten Proteinsyntheseanstieg. Nach 2 Stunden kommt die Proteinsynthese erst wieder auf die Normalität zurück. Vorher bei den EEG-Studien waren es 50 Minuten, hier sind es 2 Stunden. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch. Das kann ein methodisch bedingter Zeitraum sein. Für mich als Wissenschaftler, die Message ist, es braucht eine Zeit, bis sich die Zelle wieder erholt. Das Ganze ist publiziert. Aber erst im Jahr 2010. Die Daten sind mir bekannt seit dem Jahr 2006. Es hat 4 Jahre gebraucht, bis wir durch diesen Review-Prozess durchgegangen sind. 1 Jahr haben wir verloren mit dem sogenannten Wiener Forschungsskandal, das Sie vielleicht im Spiegel gelesen haben, wo mein Kollege Rüdiger beschuldigt wurde, die Daten gefälscht zu haben. Ich stehe hier und sage, das ist frei erfunden und das stimmt sicher nicht. Erstens kenne ich die Kollegen, aber ich kann mich irren. Zweitens habe ich rechtzeitig der Sorge getragen, dass die Daten, die der Kollege produziert hat, überprüft werden von einem anderen Professor in Wien. Und drittens hat eine italienische Gruppe und eine zweite italienische Gruppe und eine chinesische Gruppe, unabhängig davon, das ebenfalls gefunden. Also es ist mir nicht vorstellbar, dass das gefälschte Daten sind, unabhängig davon, was der Spiegel dazu schreibt. Wir haben gefunden, es gibt sensible Zellen und unsensible. Für mich heißt das, das erklärt Widersprüche in der Literatur. Ich will den Kollegen glauben, wenn sie Lymphozyten untersuchen, dann sind sie sehen Sie keinen Effekt. Das heißt aber nicht, wenn ich in einer Zelle keinen Effekt sehe, dass die andere das nicht zeigen kann. Wir haben gesehen, dass es Hinweise gibt,
Die Zellaktivität ist ausschlaggebend. Ein Sportler kriegt eher eine Gelenksverstauchung wie ein Fernseher. So ist es. Ja? Wenn die Zelle nichts macht, dann kann sie an der DNA nicht verletzt werden. Wenn sie aber aktiv ist und arbeitet und was macht, dann wird sie empfänglich für Störungen von außen. Wir haben auch gesehen, dass UMTS und GSM, wenn man die beiden vergleicht, dass UMTS ein bisschen stärker wirkt. In der Praxis streiten sich jetzt Spezialisten darum, ob das ein sinnvolles Ergebnis ist. Man muss nämlich wissen, dass bei UMTS die Handys mit weniger Leistung auskommen. Für GSM braucht man in der Praxis eine hohe Leistung, mit UMTS braucht man eine niedrige Leistung. Also nimmt man das gerne in Kauf, dass UMTS ein bisschen stärker ist, wenn man mit der Leistung sowieso runtergeht. Insgesamt sagt man, ist man eher drunter. Für uns war es trotzdem eine Überraschung, dass wir unter Laborbedingungen das so vorfinden. Das war eine große Überraschung. Für viele Leute war das ein Ansporn, diese Daten zu hinterfragen und so lange zu hinterfragen, bis die Mitarbeiter aufgeben. Hat es gegeben. Es gibt noch eine interessante Arbeit. Das ist jetzt ein Gedankensprung. Mein Kollege, der Christopher Gerner, hat gezeigt, dass die Proteine, die Synthese angekurbelt wird. Warum tun sie das? Die einzige Erklärung, die man aufgrund der Folgeuntersuchungen machen kann, die vorhandenen Proteine werden aufgelöst und die Zelle muss diese Auflösung kompensieren, indem sie neue produziert und darum steigt die Synthese. Wenn man weiß, wie eine Zelle funktioniert, dann ist das ein plausibler Mechanismus. Es gibt eine Amerikaner, die im Berufsleben auftreten. Es gibt eine Zeitschwelle. Wie lange braucht das, bis der Effekt auftritt? Wie lange darf jemand an einem Gerät arbeiten, sich exponieren, bis er Effekte zeigt? Auch das sind Fragen, die wir von den Berufsgruppen bekommen. Natürlich gibt es die Frage, wie hoch darf jemand exponiert sein, die Dosisschwelle. Da haben wir ein Problem, wenn Sie sich erinnern, es gibt die Kurve, die ansteigt und wieder absteigt. Wir wissen nicht, wo die genaue Dosis ist. Wir würden es gerne in einem Forschungsprojekt mit systematischer Forschung herausfinden. Aktive Zellen und aktivierte Zellen sind empfindlicher als andere. Das betrifft natürlich die Frage, ob Kinder, und das ist etwas, was wir gerne aufklären würden. Wir wissen ja, dass Mobilfunk nicht die einzige Umweltbelastung ist. Ja? Viele Leute gehen in den Beruf, ein Maler hat die Dämpfe von irgendeinem Chemikal und gleichzeitig bemalt er einen Mobilfunkmasten oder gleichzeitig arbeitet er an einer Magnetspule oder was auch immer. Das Leben ist nicht so einfach, wie wir es im Labor uns richten. Die Einfachheit im Labor ist sozusagen die Bedingung, dass wir klare Entscheidungen treffen. Wenn im wahren Leben irgendetwas passiert, zum Beispiel ein Rauchfangkehrer bekommt Krebs, dann wissen Sie nicht, ob er das von seiner Arbeit hat oder von seinen Sonntagsgewohnheiten. Vielleicht raucht er wie ein Schlott am Wochenende, vielleicht nimmt er aber auch irgendwelche krebserregende Nahrung zu sich. Sie wissen es nicht, Sie können es nicht herausfinden. Es braucht die Grundlagenforschung, um herauszufinden, ob die Nahrung das Karzinogen enthält oder der Ruß oder was auch immer. Wir brauchen aber, um es wirklich beurteilen zu können, Aussagen über kombinierte Risiken, kombinierbare Risiken. Es ist momentan ein Forschungsprojekt geplant, das ist in Abstimmung mit der Stiftung Pandora in München, wo wir mit dem Professor Adelkofer im Gespräch sind, wo wir planen, die Daten, die Relevanz dieser Daten im Menschen auszuprobieren. Das heißt, wir suchen
zuerst Geld und dann Probanden, die wir bestrahlen können unter kontrollierten Bedingungen, um dann nachzuschauen, ob sich diese Befunde, die wir im Labor gesehen haben, zum Beispiel auch in der Wangenschleimhaut bestätigen. Das ist in dem Sinn keine Gefährdung, aber das würde uns helfen, die Daten, die wir im Labor gesehen haben, auf den Menschen zu übertragen und dadurch die Relevanz zu heben. Im Wesentlichen ist es jetzt eine Frage Ihrer persönlichen Einstellung, ob Sie sagen, ja, das sind ja nur Laborbefunde, das ist für den Menschen nicht relevant. Ich persönlich tendiere dazu zu sagen, was wir im Labor zeigen können, das ist höchstwahrscheinlich auch für den Menschen interessant und zutreffend. Wenn man sein Risiko verringern möchte, dann gibt es ein paar klare Botschaften. Sie können es im Prinzip auch auf dem gelben Plakat lesen, das in der Eingangshalle steht. Inhaltlich ist das ganz genau das Gleiche. Halte dich kurz, vermeide es, wenn es geht, exponiere dich nicht unnötig. Sie werden von mir kein Plädoyer bekommen, dass Sie Ihr Handy verkaufen oder weglegen sollen. Nehmen Sie es, aber tragen Sie es nicht am Körper, stecken Sie es in die Tasche. Verwenden Sie es wenig. Je mehr Sie es verwenden, umso mehr müssen die Firmen Mobilfunksendemasten bauen und das ist ein Thema für sich. Je weniger sie im Gebrauch sind, umso vorsichtiger insgesamt sind wir alle. Was ich Ihnen vermitteln wollte, ist, es gibt zellbiologische Befunde, die zeigen, dass wir mit der Technologie umsichtig, verantwortungsvoll und vorsichtig umgehen sollen. Ich persönlich sehe, dass sehr viel politischer Druck hinter dem Ganzen steht, dass es nicht mehr gelingen wird, diese Dinge abzuschaffen. Das Ziel ist es, dass wir verfolgen, dass wir mit gezielter Forschung versuchen, die Grenzen und die Sinnhaftigkeit und die Möglichkeiten dieser Technologie in Zukunft besser und richtig zu beschreiben und uns nicht von irgendwelchen Überzeugungstätern, die völlig andere Interessen als wissenschaftliche im Hinterkopf haben, beeindrucken lassen. Danke vielmals.